50% kommen vom Kulturraum Leipziger Raum. Das sind wiederum vom Ministerium Gelder, die in 8 Räume in Sachsen verteilt werden und dort sozusagen kommunal muss man dann dort den Antrag stellen und die Beiräte, die entscheiden jeweils vor Ort, welche Projekte unterstützt werden oder welche Institutionen. Also die Bewerber wenden sich nicht an das Künstlergut, sondern an die Geldgeber. Nochmal. 50% vom Künstlergutpositz werden tatsächlich durch den Kulturraum gegeben. Die anderen 50% ist tatsächlich mein Job, den muss ich organisieren. Das sind dann Stiftungsgelder, das sind tatsächlich auch Gelder für Arbeitsmaßnahmen, das sind Gelder für kleinere Projekte. So, dass dahinter eigentlich auch sich tatsächlich ein ganz normales, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Management verbirgt. Aber es ist ein Volumen, das ausreicht. Es ist ein Volumen, das mir zu schaffen macht, ja. Aber es ist jedes Jahr unsicher, ob es nächstes Jahr wieder gefördert wird, oder? Also die Unsicherheit? Ja, tatsächlich können wir als Künstlerhaus seit vielleicht ungefähr seit 10 Jahren sagen, ja, man hat uns im Kulturraum sozusagen wahrgenommen, nicht nur wahrgenommen, auch bestätigt, ja, sodass wir natürlich die Anträge ganz regulär jedes Jahr neu stellen müssen, aber mit einer kleinen, ich wissen, glaube, einen erarbeiteten Bonus an Vertrauen und an Qualitäts, sagen wir mal, Beweis, ja, also aber gibt es da auch Eigentumsrechte an den Häusern? Oder ist das also auch tatsächlich sagt das Kulturraumgesetz aus, dass es beides ist, möglich ist. Also es können Antragsteller Privatpersonen sein, möglichst aber doch Vereine, Verbände oder auch Kommunen und Kirchen. Da wird nicht unterschieden, wer Antragsteller ist. Ich meine, wem gehören diese Häuser? So genau. In diesem Fall tatsächlich ist es Privateigentum. Es gibt in Sachsen eine, durch die Dichte der Kunsthochschulen, auch eine sehr hohe Dichte an Künstlerhäusern, die sich aber einig sind, dass nicht da ein Künstlerhaus ist, wo ein Künstler wohnt, sondern wo ein öffentlicher Kunstbetrieb stattfindet. Und so gibt es also, so wie in der Kunst auch, sehr verschiedenste, wirklich sehr verschiedenste innere Strukturen. Vom Verein angefangen bis zur Privatperson, bis zum Künstler X, bis zur Schule oder andere Beispiele, die ein Künstlerhaus sozusagen betreiben. Da gibt es keine Vorgaben, was die Eigentumsverhältnisse betrifft. Ja. Aber man stellt sich ja doch vor, dass also so eine gewisse Grundausstattung also nicht beantragt wird vielleicht und das andere für ein Projekt gehen. Oder ist das so in etwa, ja? Dass man also eine Sicherheit hat, in dem Haus kann man bleiben, da muss man jetzt die Miete bezahlen und das andere geht. Das würde mich immer interessieren, wie das gewichtet ist. Also, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich immer bei den Behörden sozusagen Überzeugungsarbeit dahingehend leiste, indem ich sage, die Kunst ist unser Kapital. Der Künstler, die Künstler, die wir hier aufnehmen in unserer Region, sind unser Kapital. Wenn wir das nicht tun, dann versäumen wir eine ganze Menge. So, und das heißt, ich überzeuge schon auch die Projektpartner, die Geldgeber, dass das einen Mehrwert bekommt, einen Sinn macht, also ein Künstlerhaus zu unterstützen. Und das ist so neu nicht, das ist eine Frage des Managements tatsächlich. Also es ist ja zunehmend auch in einigen Fachschulen wird ja also zunehmend Management unterrichtet und ausgebildet, ja, die Kulturmanager und so weiter, die auf
ich denke, dass sie auch ausgebildet werden, erst recht im EU-Recht und in diesen Gremien und Bereichen qualifiziert werden. Aber ich muss auch, aber bis heute noch, also warte ich noch, dass auch von dieser nächsten Generation zu uns was rüberschwappt. Also weil auch wir müssen irgendwann an die zukünftigen also Grundlagen legen. Ne? Das ist kein Dauerzustand, also dass man sozusagen, also wie Frau Förster, also man muss das übergeben können. Ne? Also wenn man so einen Front hat, so eine Struktur, dann ist das schon was Heiliges. Das sollte man, also das gibt bestimmt noch weitere Fragen. Ja. Ich würde zum Beispiel gerne wissen, was bedeutet Kunst und Kind? Was passiert dort mit den Kindern, wenn die Künstlerinnen anreisen? Ja. Denn das ist ja das, was euch heraushebt, genau. aus dieser Riege der Kunsthäuser da in Sachsen. Richtig. Was nicht selten ist so, dass die Stipendiatin, wenn sie kommt, ein Kind hier, ein Kind da, sagt, wo kann ich arbeiten? Das ist die erste Frage. Die Kinder sind da. Und das bedeutet eigentlich im Klartext, wir haben schon eine Unterkunft, das eigentlich in unserem Fall als ehemaliges Bauernhaus einfach nur ein Zimmer ist, ein großes Zimmer mit Betten und eine gemeinsame Küche, gemeinsame Toiletten. Und im Prinzip ist die banale Lösung eine ganz einfache. Und da, am Anfang hatte ich auch gedacht, können wir uns das leisten? Das ist die Kinderbetreuung. Und es ist nichts einfacher im Prinzip als dies, hört sich banal an. Aber ich habe noch sehr gut gehört, dass ein Künstlerhausleiter in Sachsen vor 30 Jahren sagte, ihr macht Künstlerin mit Kind, das haltet ihr nicht lange aus. So, und da ist mir Folgendes aufgegangen. Mir ist aufgegangen, dass das einfach ein gesellschaftliches also Unding, also dass in einer Gesellschaft keine hohe Anerkennung da, dass man die Kinder sozusagen mit integriert. Und da gibt es einfach einen Rattenschwanz oder einen Zusammenhang, wo sich Kunst machen und Kinder auch mit integrieren im Kreislauf. Die werden betreut, 4 Stunden am Vormittag und 4 Stunden am Nachmittag durch Praktikanten, durch die Zeiten sind leider vorbei, wo das Nachbarn gemacht haben. Später kam und sagt, das Arbeitsamt verbietet es uns. Ne? Also, aber Praktikanten, Studenten und eben auch andere, also durch Arbeitsamt geförderte Stellen auch. Mhm. Ja, bitte. Also, ich habe ein paar Punkte, drei Beiträge. Alle drei Beiträge betreffen. Soll ich nach vorne gehen? Ja, du musst aufstehen. Ja. Also, einmal finde ich den Aspekt des Künstlerinnenhauses oder Künstlerhauses sehr wichtig, gerade was so Strategien anbetrifft. Also, dass man Präsenz zeigt, dass man auch einen Ort hat, von dem aus man handelt. Das fand ich jetzt total wichtig, das sagt man ja noch nicht als Punkt. Und in puncto Zukunft oder Strategie für Künstlerinnen, also dass man auch bundesweit handelt, ist so eine Idee ganz wichtig und auch weiter zu verfolgen. Es müssen noch viel, viel mehr solcher Häuser geben und ich finde es auch toll, so niedrigschwellig, wie sie das so organisieren, oder einfach auch so pragmatisch. Mhm. Da muss viel, viel mehr passieren, wenn man etwas bewegen möchte mit Künstlerinnen und ich finde es auch toll mit den Künstlerinnen und Kind, also dass man da auch den Fokus drauf setzt und trotzdem ganz pragmatisch rangeht. Das ist ein Modellfall, ne? Ja, also es sollte wirklich, also sollten mindestens 10 oder 15 solcher Häuser in Deutschland gehen. Da kann ja noch kommen, oder? Also kein von den machen ab. Ja, und genau. Wenn Männer entscheiden, was Werte sind, dann machen das Frauen auch. Das ist meine Aussage. Das können Frauen auch. Und sollten das viel mehr tun. Ja. Das war der eine Punkt. Das andere war zur GEDOC. Die GEDOC, das wissen viele nicht. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, die GEDOC weiß das selber nicht.
Das ist ein großer Verband, ein Bundesverband mit über 2000 Mitgliedern und 23 oder 3000 Mitgliedern und 23 Regionalbezirke oder 24. Eine Kollegin möchte in Sachsen-Anhalt auch gegründet haben. Also die verweise ich gerne auch an Sie. Die GEDOC hat, die Bundes-GEDOC hat einen direkten Bezug zum Bund und zu den Ministerien. Also unsere Präsidentin, wenn die einen Termin haben möchte im Ministerium, im Familienministerium und auch bei der Monika Grütters, müssen die denen den Termin geben. Wir werden sicherlich abgeschmettert, wenn wir sagen, wir wollen direkt mit ihnen sprechen, aber weil sie auf derselben Ebene sind, von der Struktur und vom Aufbau. Und dadurch ist eben die GEDOC eigentlich so ein bisschen wie die informelle Künstlerinnen-Gewerkschaft von Wichtigkeit und sollte eben auch, wenn sie sich jetzt modernisiert, da gibt es ja Prozesse, ich bin von der GEDOC Berlin und wir sind absolut in diesem Prozess drin, sollte man einfach mitnehmen. Also so einen Aspekt, dass man den direkten Bezug hat zum Bund. Wir hatten das ja auch vorhin in der Pause, ne, im Gespräch, dass wir wirklich ganz nach oben gehen müssen und da unsere Anliegen bündeln. Und das Dritte war, das habe ich jetzt vergessen. Ja, habe ich vergessen, aber war genug. Die BWK hat ein ziemliches Feuerwerk, was Ute Weißleder hier entfacht hat mit so ganz viel Beobachtung, ganz viel Studien. Also die alle ausgewertet wurden und wo man eigentlich so das Fazit ziehen kann, ja, es muss sich was ändern. Ne? Aber wie sich es innerhalb, also alles auf einmal wird nicht gehen, vielleicht sind solche Dinge wie Künstlerinnen auszugründen, dass also Kinder mit eingebracht, eine kleine Initiative, aber es muss eben doch auf den großen Flächen was passieren. Also Gerlinde, du sagtest doch auch draußen mal, dass Frau Grütters nicht so offen sei. Du bist doch auch mit der Bundes-GEDOC verbunden. Ne? Hast du den Eindruck, dass das stimmt? Also diese Empfehlung, die jetzt kommt, dass es leichter ist, wenn man dort was loslässt, um eine Sache mal voranzubringen? Naja, also ganz konkret ist es so, dass die Präsidentin der GEDOC, im Zusammenhang mit dem Münterpreis. Der, mit dem Gabriele-Münter-Preis, ja, und da wurde einfach gesagt, dass es keine Möglichkeiten gibt, das ist also, es ist noch nicht die richtige Tür geöffnet, um bei ihr einen Zugang zu finden, und das ist also schwierig. Es gibt eine reguläre Absage durch das Bundesfamilienministerium, diesen Preis weiter zu fördern. In gewisser Weise stimmt das auch mit den Intentionen überein, denn dieser Preis gehört wirklich als Kunstpreis in der Öffentlichkeit beworben. Mhm. Und nicht, und das ist ja auch vorhin schon, heute Vormittag schon angesprochen worden, in so eine Frauenecke geschoben. Dass viele möchten das auch nicht, weil sie sich dadurch in einer Weise stigmatisiert fühlen, die unangebracht ist. Es geht um Kunst und wir wollen die künstlerische Leistung von Frauen fördern. Deshalb hat es seine Berechtigung im Grütters-Ministerium. Aber da haben wir einfach den Geldhahn noch nicht gefunden. Okay. Und es braucht weitere zwei Wochen. Katharina Koch und auch lauter für die Hände. Ja. Katharina Koch, vielleicht, ja, schön Lautsprecherwechsel aufstehen, damit da hinten auch das hören. Genau, ich wollte noch mal ganz kurz etwas zu so einem, ja, vielleicht auch radikaleren Maßnahmen sagen, die so große Ausstellungshäuser ja durchaus durchführen können. Und zwar gibt es ja dieses Beispiel vom Tate Britain, was viele von euch sicher auch kennen, wo jetzt eben die ganze Sektion für zeitgenössische Kunst ab 1960 komplett von Frauen bespielt wird, von Künstlerinnen, und die alle Männer erstmal abgehangen wurden, so mindestens für ein Jahr. Und ich denke, das sind halt schon so, ja, Maßnahmen, die einfach auch mal spiegeln, was es halt heißen kann, wenn dann
wirklich Frauen gezeigt werden, das ganz normal ist, eben in einer, sie, also nur Frauen repräsentieren jetzt praktisch diesen Sektor der zeitgenössischen Kunst im Tate Britain. Und auch wenn man vielleicht längerfristig sagen muss, ist jetzt auch nicht der Weg, aber erstmal ist es, denke ich mal, wichtig, ein wichtiges Zeichen, um das auch einfach zu normalisieren. Ist zwar keine Lösung, aber es ist sozusagen eine Art Verkehrszeichen. Ne? So, wie würde die Kunstwelt aussehen, wenn die Männer nicht mehr da sind? Das kann man nicht irgendwie kaufen lassen. Vielleicht mal für ein Jahr und dann muss man wieder zu Pari Pari zurückbringen. Ja, das könnte dazu beitragen. Ja, aber es geht darum, geht es ja gar nicht. Darum geht es geht wirklich um die Selbstverständlichkeit. Ja, Ines Doleschal, also was mir aufgefallen ist oder aufgestoßen ist, und das ist auch schon lange der Fall, ich glaube, Sie sagten, es sei kein Wille da. An irgendeiner Stelle sagten Sie, es sei kein, wo kein Wille, ist es auch kein, es sei kein oder wo ein, also es, ja, es, also ich habe immer das Gefühl, es ist auch so schwer, da einen Willen zu finden, also auch bei, ich habe zum Beispiel letztes Jahr eine Ausstellung initiiert und co-kuratiert im Schloss Biesdorf, Klasse Damen hieß sie, da ging es um 100 Jahre Öffnung der Kunstakademie für Frauen. Und das ist ja ein Jahrhundert, ein Jubiläum gewesen, das irgendwie auch, also wenn wir das nicht gemacht hätten und dann die alte Nationalgalerie auch nachgezogen hätte mit ihrer Ausstellung Kampf um Sichtbarkeit, dann wäre dieses Jubiläum irgendwie im Sande verlaufen. Und ich habe da im Vorfeld, also schon ganz lange habe ich mich damit beschäftigt und habe versucht, dieses Thema zum Beispiel bei der Akademie der Künste zu platzieren, hatte Kontakt mit der Sektion Bildende Kunst, und denn eigentlich wäre das der Ort gewesen, wo man diese Ausstellung hätte austragen müssen, als der Nachfolge, die Nachfolgeinstitution der Akademie der Künste vor 100 Jahren, und bin da einfach nicht abgeblitzt worden, aber ich bin einfach hingehalten worden, so lange, bis es nicht mehr ging, bis wir eigentlich einfach Nägel mit Köpfen machen mussten. Also es war weder eine ideelle Unterstützung da, noch eine finanzielle Unterstützung, noch dass wir da Raum bekommen hätten. Wir haben uns dann um ein Recherchestipendium und um den Hauptstadtkulturfonds beworben, ist beides abgelehnt worden, kann ich auch nicht nachvollziehen. Das wurmt mich schon sehr, weil die Ausstellung hatten Berlin-Bezug, wir hatten Künstlerinnen wie Hanna Höch, Lotte Laserstein, Juli Wolfton, ganz abgesehen von Ute Weiß-Leder als Künstlerin und Cornelia Renz, und also tolle Leute, und diese Ausstellung hat auch ein enorm großes Publikum angezogen, die war eine der erfolgreichsten Ausstellungen in einer kommunalen Galerie in Berlin. Also ich konnte da einfach keinen Willen sehen, dass so ein Thema, ein frauenspezifisches, gesellschaftlich relevantes Thema in Berlin gefördert wird. Und das finde ich schon richtig schwach. Und ich habe mir gerade überlegt, als ihr eure Vorträge erhieltet, warum sitzen wir hier und nicht in der Akademie der Künste zum Beispiel? Wir müssen diese Broschüre, die dann entsteht, die Zusammenfassung, ja, die Rachel und ich arbeiten ja auch in der Zusammenfassung von Fair Share im Moment. Wer liest das dann? Wird das wahrgenommen? Werden unsere Beiträge hier, diese wirklich wertvollen Beiträge, dann auch gelesen und wahrgenommen? Wir sind eben auch an einem Ort, der relativ unsichtbar ist, das kann man ja mal so sagen. Ja? Und wir sind nicht an der Akademie der Künste, wir sind nicht in der Alten Nationalgalerie oder am Hamburger Bahnhof, wo so ein Symposium auch hätte stattfinden können. Und wir hatten uns auch beworben mit einem ähnlichen, also Frauenwahlrecht, 100 Jahre Frauenwahlrecht, war ja letztes Jahr auch, hatten wir uns auch beworben und haben auch keine Gelder bekommen. Und ich kannte jemanden aus der Jury, die auch mir Auskunft gab, weil ich gefragt habe, haben wir was falsch gemacht, hat sie gesagt, nein. Aber es wären eben in der Endausscheidung, wären dann noch 4 Frauenprojekte gewesen, und dann hätte man gesagt, so viele Frauenprojekte können wir nicht fördern, weil das würde sozusagen dann zu viel Frauenförderung sein. Früher war das überhaupt nie ein Problem. Ja? Es sind noch viele Wortmeldungen dazwischen.
Frage. Ja, also das ist natürlich eine ganz interessante Diskussion. Es wird immer auf die Jurys geschoben, dass sie bestimmte Frauenprojekte ablehnen. Ich war in vielen Jurys, ich habe mich in vielen Jurys eingesetzt. Ich habe zum Beispiel bei der Ankaufskommission der Berliner Senatsverwaltung eine Quote durchgesetzt, und zwar eine Quote nicht nur nach Positionen, sondern nach Zahlen, nach Geld. Und es wird jedes Jahr im Abgeordnetenhaus zum Beispiel gutiert. Ja? Und jede Einrichtung muss 50% Frauen ankaufen für 50% der Mittel. Und das war also wirklich ein hartes Stück Arbeit. Da kamen dann, normalerweise kommen die Sammlungsleiter, da kamen dann die Direktoren und haben gesagt so. Und wir haben es durchgesetzt. Da war der Wille da, von meiner Seite aus. Ja? Und ich habe es im Haus durchgesetzt. Aber es ist mir nicht in allen Bereichen gelungen. Und das ist natürlich genau das Problem. In so einer Jury, diese Jurys haben einfach eigene Dynamiken. Viele von euch waren schon in Jurys. Da wird tatsächlich sowas gesagt, das haben wir 4 Frauen. Und jetzt müssen wir aber noch Musiktheater und dieses und jenes. Und dann gehen sie so vor, dass sie sagen, naja, Frauenausstellung. Ja? Brauchen wir das noch? So wird gefragt. Inselgalerie, was ist das eigentlich? Wo sind die eigentlich? Nie was von gehört. Ja? Weil bestimmte Kreise, bestimmte andere Kreise, nämlich diese Frauenkreise und diese Frauenorte, gar nicht wahrnehmen und auch die Themen nicht als so relevant nehmen. Ich habe vorhin erzählt, in der Pause 1987 das Verborgene Museum, da haben wir was Ähnliches gemacht. Wir haben also alle, ne, manche wissen es noch, alle Museen gecheckt auf den Anteil der Frauen in den Depots. Damals war nur Modersohn-Becker ein Bild neben dem Feuerlöscher in der Nationalgalerie ausgestellt. Und das haben wir gemacht. Wir hatten die Akademie der Künste. Wir konnten dort alles ausbreiten. Hinterher kam alles wieder ins Depot. Wir haben sehr schöne Kataloge. Manche werden auch wahrgenommen, aber nicht von den leitenden Personen. Und wenn man jetzt verlangen würde, Frau Grütters sollte sich da einbringen, denn sie könnte im Stiftungsrat preußischer Kulturbesitz, auch der Senator Lederer könnte sich einbringen, ja, da etwas zu bewegen, dann möchte ich mal sehen, wie viel Rückgrat Frau Grütters hätte, gegenüber Herrn Patzinger so etwas zu verlangen. Denn sie ist eingebunden in dieses System. Und da musst du Wege und Mittel finden, wie du da freundlich diesen Experten, ja, die alles besser wissen, beibringst. Hör mal, komm, wir trinken mal einen Kaffee zusammen. Kannst du nicht mal, wir hatten jetzt hier diesen Brief oder so. So läuft es dann. Ja, die kann den nicht anweisen. Die darf sie nicht anweisen. Die Politik darf nicht in die Kunst eingreifen. Sie darf nur Richtungen vorgeben. Und solange wir das nicht schaffen, was Ute Weiß-Leser gesagt hat, dass man das gesetzlich verankert, kommen wir da nicht weiter. Das meinte ich heute Morgen mit den Strukturen. Es sind keine Strukturen da. Ja. Jetzt ist erstmal Eva dran. Also ich hatte ja heute schon mal gesagt, dass es eine einen Begriff gibt, der sich Geschlechtergerechtigkeit nennt und dass sich um diesen Begriff inzwischen alle bemühen, äußerst bemühen. Aber wenn er dann gesetzt wird gegen eine verstärkte Position von Frauen, dann ist das für mich eine sehr kontraproduktive und in eine nebulöse Zukunft gerichtete Formulierung. Es kann nicht sein, dass wir feststellen, dass es immer wieder diese Fehlstellen, diese Monkey gibt und diese Nicht-Geschlechtergerechtigkeit. Aber diesen Begriff dann zu benutzen, um zu sagen, den müssen wir als nächstes Ziel herstellen. Wir hatten hier bei unserer letzten Ausstellungseröffnung 25 Jahre Inselgalerie, also diese Ausstellung hatten wir den Staatssekretär für Kultur, Dr. Möhlert hier, der auch das erste Mal in der Galerie war und total begeistert war von der Arbeit. Und es waren so
hochbelobte Geschichten, Formulierungen, die da fielen. Das ging dann bei der Bezirksstadträtin hier in Friedrichshain-Kreuzberg weiter, die der Meinung war, ja genau an dieser Stelle muss diese Galerie wirken, denn sie hat eine Einflussmöglichkeit und so weiter und so weiter. Ja, aber wenn dann gesagt wird, wenn 4 Jubiläen um ein Jahr sind, die sich mit dem Thema Frauen beschäftigen, das können wir nicht machen, weil wir da gar keine Geschlechtergleichheit schaffen. Dann müssen wir doch auch die anderen Schwerpunkte mitsetzen. Das ist doch für mich eine total kontraproduktive Diskussion. Und wir hätten dieses Symposium auch gern anders gemacht. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass uns ein bisschen Corona da auch geschädigt hatte, bei einem größeren Wurf. Wir haben wirklich dann abspecken müssen. Aber es wäre natürlich angebracht. Und der 8. März war ein sehr schöner, eine sehr schöne Aktion vor der Alten Nationalgalerie. Und das Dokument hätten wir heute auch gern vorgelegt. Es ist ja nicht gebraucht, dass wir am Montag in den Druck erst. Und wir haben ja noch nicht viele in eine Liste einsagen. Genau. Vielleicht legen wir vielleicht eine Liste aus. Ja. Für die Druckexemplare. Ich hatte ja schon mal angefragt, weil das wäre für dieses Symposium auch ein sehr schönes Dokument gewesen. Wir haben es nicht geschafft. Ja, ist auch okay. Ja, ich wollte nur sagen, es wäre ein guter Ort gewesen. Aber ein Exemplar gibt es hier schon mal, worum es geht, was Eva meinte, was man so aktiv tun kann auch. Und mir fällt auch, ich bin künstlerische Mitarbeiterin und Dozentin auch in Paderborn, und dass da mir in der Lehre das sehr in die Wege kommt, wenn ich versuche, mindestens 50% Künstlerinnen vorzustellen in Seminaren, weil das ist ja irgendwie die nächste Generation, die möglichst andere Gegebenheiten haben soll. Und ja, da bin ich einfach fleißig, zum Beispiel in der Bibliothek am Anfragen, dass sie viele Bücher zum Beispiel kaufen von Künstlerinnen, weil das total unterbesetzt ist und wir so gut wie alle Künstler in Literaturangebot ist schlecht, ja? Ich finde schon, ja, also es ist auf jeden Fall nicht gleichwertig und da kann halt auch jeder aktiv werden, jeder Bibliothek anfragen. Meistens gibt es zu wenig Anfragen in diese Richtung. Also ich habe in der Hinterhand eine große Künstlerinnenbibliothek und ach, toll. Also, ich möchte da gerne loswerden, da müssen wir uns mal ausfragen. Ja, das kann man. Also sie wird es auch stiften oder stiften. Ja. Ne? Ja gut, ich arbeite jetzt nicht in der Bibliothek, aber man kann sowas auf jeden Fall. Schlagen wir uns da mal vor. Wir haben und was ich noch als Gedanke hatte, was so bezüglich der Elternzeit irgendwie zu tragen kommt, also in Deutschland haben wir eigentlich ganz gute Bedingungen, dass wir Männer wie Frauen gleichberechtigt Elternzeit nehmen können, was in letzter Zeit in meiner Generation zumindest jetzt auch mehr von Vätern wahrgenommen wird. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass auch diese Rolle des Vaters irgendwie oder der Vaterschaft neu definiert wird und anders definiert wird, als das jetzt noch vor Generationen der Fall war. Und dass man sowas wichtiger nimmt, auch als Aufgabe für die Männer. Auch vielleicht, keine Ahnung, eine Künstlerresidenz, die mit Männern, also Vätern und Kindern zum Beispiel. Ja, das haben die ja anscheinend schon getan in einem Kunstraum. Ja. Ja, okay, das war anscheinend schon umgekehrt. Papa, ich bin diese Männer, diese Stipendien, die kommen gerade. Ah, okay. Müssen wir nicht umgehen? Nein, das war ein Schritt zur Früh. Also, erstmal muss die Qualität oder eine Gerechtigkeit für die Künstlerin Mütter her. Die aber auch Väter Das Umdenken bei den Männern, dass wirklich, dass sich um die Kinder sorgen, vielleicht auch mal zum Thema wird. Weil noch ist es wirklich hauptsächlich dabei. Ja, aber wir können also, da nicht die gesamte Gesellschaft ändern. Genau, Leute. Also dass diese Aufgabe einfach auch begriffen wird von allen Teilen der Gesellschaft. Ja, und die klagen sich jetzt ein. Die Männer klagen sich ein, wenn sie sehen, beim Berliner Senat kriegen 80% mal in einem Jahr Frauen das Stipendium, dann schreiben die böse Briefe und fühlen sich diskriminiert. Und das wird kommen, das ist bestimmt in Amerika jetzt schon so. Die Folgen, wir schreiben dann lapidare Antwort und sagen, ja. Meinst du jetzt die allgemeinen Stipendien? Die allgemeinen Stipendien. Ja, okay. Und da kommt es ab und zu vor, dass es sehr viele Frauen sind, die die bekommen, weil die Frauen auch die besseren sind. Das kann ich aus meiner Praxis bestätigen. Bei uns ist die Jury sind immer die Künstlerinnen des Vorjahres. Und wenn ein Stapel Bewerbungen vorliegt,
dann sind auch, also seltener, aber doch auch alleinerziehende Männer da bei, oder eben, es kommen Außenfragen, wieso, warum kriegen nur Künstlerinnen, und dann ist ein wirklich ein manchmal sehr aggressiver Unterton dabei, wie nach dem Motto, jetzt sind aber welche wirklich hinten untergefallen. Welcher Frau würde das jemals einfallen, zu klagen? Ja. Das ist so ungleich. Das sollte man mal machen. Ja, haben wir ja versucht, hat doch nichts genutzt. Das ist eine gute dran. Wir haben ja zum Glück jetzt schon 30 Jahre durch beim Goldrausch-Netzwerk. Und Goldrausch ist ja wirklich ein tolles Förderprogramm, was nicht mehr, also nur für Frauen, was nicht mehr in der Weise angegriffen oder hinterfragt wird und Frauen wirklich auf breiter Basis professionalisiert für die künstlerische Arbeit. Aber da gab es ganz am Anfang, als die Finanzierung durch war, 88, 89, auch scharfe Angriffe von Männern, die sagten, nö, also wieso denn nur für Frauen, das möchten wir eben auch haben. Ja, das muss man dann erkämpfen. Also wir mussten es uns wirklich hart erkämpfen, so ein Programm zu bekommen. Und ich finde, wir sollten wirklich nachdenken, dass wir sehen, dass wir in der Akademie der Künste eine Arbeitsgruppe anregen, die sich dadurch auf höchster Ebene mit dem Problem auseinandersetzt, wie kann man Schaltstellen beeinflussen, wie kann man politische Entscheider auf die Seite bringen für dieses Thema Parität wirklich Gesetze formulieren können. Denn bisher wurden auch ganz viele Gesetzesentwürfe, die entweder über die Linken oder über die Grünen und so weiter reingingen, in das Parlament allein zur Ausstellungshonorar immer abgeschmettert. Und deswegen, also brauchen wir mehr Lobbyarbeit, das müssen wir wirklich professionalisieren. Und so etwas geht nur, indem wir auch einflussreiche Institutionen auf unsere Seite bekommen, um dort diese Netzwerkgruppen zu bündeln und zu verankern. Ja. Also ich würde wirklich sagen, wir sollten uns mal bei den zwei leitenden Frauen der Akademie der Künste jetzt einen Termin besorgen, neben dem, dass wir an die Ministerin Giffey oder an Frau Grütters herantreten, wo ich auch sehe, dass es da große Probleme gibt, also bei Frau Grütters, dass wir sehen, wir müssen mehr politische Lobbyarbeit machen, nicht? Also Ingrid weiß es, wie das lief, auch um überhaupt Ausstellungshonorare hier im Land durchzusetzen oder eben diese Recherchestipendien, wie sie genannt werden, also wir sagen ja immer noch Zeitstipendien dazu, dass es nur möglich war, indem die Künstler wirklich von der Basis aus permanent aktiv im Stadtraum in der Politik zu sehen waren und mit allen Abgeordneten gesprochen haben, performativ gesprochen haben und dort eben Lobbyarbeit geleistet haben. Und natürlich auch eine gute Unterstützung von der Verwaltung und der kommunalen Galerie. Und. Wir brauchen Netzwerke. Wir werden ja hier ein Manifest, wir wollen jetzt machen, vielleicht kommen da noch ein paar schöne Stichworte und Ideen, das könnt ihr dann mit in die Hand nehmen. So, jetzt weiß ich nicht, ob Gerlinde oder Eva sich zuerst gemeldet haben. Es geht ja sicher um die gleiche Thematik, ne? Ja, gut, ja, also passt nämlich zu Ute Weißleders Beitrag. Also ich denke, man muss oder es wäre notwendig, ein Mitglied der Akademie der Künste zu gewinnen. Sonst kriegt man das nicht implantiert. Es geht nur über diesen Weg. Und das Verwunderliche ist, die beiden Damen in der Abteilung Bildende Kunst, ja, dass die sich verweigert haben, diese Ausstellung, die dann im Schloss Gisdorf stattgefunden hat, ist einfach traurig. Es ist wirklich traurig, dass die sich nicht durchgesetzt haben, da etwas dafür zu machen. Und es hat wirklich nur eine Chance, wenn man Frauen, die Mitglied der Akademie der Künste sind, gewinnt für so eine Verstärkung der Lobbyarbeit. Also, ich war in Gisdorf, da fand ja auch eine Podiumsdiskussion statt, die war. Entschuldigung.
im Hinterland immer mal aktiv. Mhm. Die Diskussion war nicht uninteressant und ich habe damals gefragt, wie man sich denn seitens der Senatsverwaltung, die ja auch vertreten war, Herr Weber war da, wie man sich denn da vorstellt, bestimmte Dinge weichen zu stellen in Richtung Zukunft. Du weißt es, Carola, du warst ja mit dem Podium. Und ich bekam eine etwas nebulöse Antwort, nämlich diese Fragen könne man nur auf höchster Ebene in völlig anderer Form klären. Das war alles, was ich dazu sagen kann. Wer hat das beantwortet? Lieber. Der Weber, ja, das ist ein Sachbearbeiter. Ja, aber war sehr gemütlich. Also wie war der, der, so war der auf dem Podium? Ich weiß bin nicht, ich da nicht gefragt Also ich weiß nicht, der äußerte das sehr bestimmt. Ja, aber ich war ganz schön, dass so viele Künstlerinnen gefördert werden im Senat. Da gibt es keinen Bedarf, das noch zu Aber für mich hat das mit auf dieser höheren Ebene, weil wir gesagt haben, es eigentlich sollte es nicht nur eine Galerie geben, die die Kunst von Frauen präsentiert, sondern wir brauchen mindestens ein Haus in dieser Stadt. Das war jetzt ein bisschen vorlaut, aber vielleicht auch nicht. Man muss eigentlich Größenwahnsinn leben, damit man an den Kuchen rankommt und den wir alle ein Stück haben wollen. So, und dann da war jedenfalls diese Äußerung so, und ich habe sie mir nicht deuten können, bis heute nicht. Also. Ja, der meinte natürlich auch wahrscheinlich, dass, dass er noch Vorgesetzte hat, wie den Senator, und dann hat der Senator sich mit dem Bund abzustimmen. Das ist Gesetzeskraft wahrscheinlich, hat er gemeint. So, ich kurz zum Podium, also der Herr Rieber war, ich war selbst das Podium nicht organisiert, das war Karin Schill, die Leiterin des Schlosses Biesdorf und die Co-Kuratorin Ellen Grobe. Ich glaube, die hatten Herrn Lederer angefragt und der konnte nicht und Herr Rieber war im Grunde Ersatz. Genau, aber der dritte Ersatz war das, was die Kulturverwaltung mal geschickt hat. Genau. Ja, das ist so viel zum Wie Thema wertvoll. Priorität. Genau. Wie wertschätzen. So, ich denke, wir können jetzt ist am interessantesten die Fragestellung, brauchen wir noch große Frauenausstellungen, brauchen wir aparte Frauenausstellungen und vor allem deine Frage oder dein Beitrag, feministisches Kuratieren, was heißt das heute? Ich komme aus einer Zeit, wo wir Frauenausstellungen abgelehnt haben, weil wir gesagt haben, das ist nicht mehr zeitgemäß, das war in den 70er Jahren, da hatten sich die Frauen abgespalten und haben aparte Ästhetik gefeiert sozusagen, mit Blut und Haaren und diesen ganzen Dingen. Und da haben wir uns damals als junge Frauen dagegen gewandt und haben gesagt, die Frauen leben durch ihre, die Künstlerinnen leben durch ihre Differenz, sie arbeiten alle unterschiedlich und wir haben quasi versucht, natürlich trotzdem noch Ausstellungen mit Frauen zu machen, aber wir haben es nicht mehr Frauenausstellungen genannt. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir heute auch vielleicht mal wieder, ich weiß es nicht. Wir hatten viele große Frauenausstellungen, du hast sie alle aufgezählt, hier in Berlin war immer irgendwas los, aber wir haben es nicht geschafft, und das liegt an den Strukturen, die wir heute ja alle besprochen haben, das in den Mainstream einzuführen. Es ist immer noch apart. Es ist immer noch apart die Inselgalerie, es ist apart die GEDOC und so weiter und so fort. Ihr versucht, das ist ja auch ein ganz modernes Wort, intersektional zu arbeiten. Wir haben in der Kulturverwaltung auch gesagt, wir müssen intersektionaler arbeiten. Nachdem das Künstlerinnenprogramm lange abgeschafft war, haben wir das in die bildende Kunst integriert und haben es geschafft, dort dafür zu sorgen, strukturell, dass die Jurys quotiert waren und dass sie darauf geachtet haben, dass sie genug Frauen fördern können. Jetzt ist die Frage, und das ist ja auch eure Fragestellung hier in der Inselgalerie, könnt ihr immer so weitermachen und nur Frauen zeigen?
Was ist die Alternative dazu? Öffnet ihr euch dann eigentlich und macht dann intersektional die Ausstellungen? Also ihr integriert dann schwarze Künstler zum Beispiel, ja, Männer? Ja. So, das sind ja ganz, ganz virulente Fragen, die im Moment alle umtreiben. Und wir werden immer differenzierter in diesem Bewusstsein, was wir haben. Und jetzt ist die Frage wirklich, wie gehen wir weiter vor? Wie können Frauen nach den ganzen Gender-Debatten, wo ja der Feminismus quasi zurückgedrängt wurde zugunsten von Gender-Debatten und jetzt von Intersektionalität, wie können Frauen jetzt weiter ihre Rechte einklagen und ihre Vorstellungen darstellen? Und ich finde natürlich das immer gut. Wie gesagt, ich habe die Guerilla Girls damals, bevor sie in Museen ausgestellt wurden, nach Berlin eingeladen und habe den Senator damit konfrontiert. Ja, also da waren sie noch nicht museumswürdig. Also ich finde diese Aktion immer gut, was ihr da jetzt vorhabt. Und ich finde es auch gut, diese Plattform zu gründen, also vielleicht bildende Kunst, wie habt ihr das genannt? Pro Quote bildende Kunst. Sowas finde ich gut. Also ich finde es eigentlich, fand es bisher immer gut, wenn man das getrennt hat, das Politische von der Kunst. Und das wäre jetzt zu diskutieren. Wie geht es weiter? Ja? Wie kommen wir weiter? Kommen wir wie die Finninnen, wo wir unsere Möglichkeiten als Frauen ausdrücken und mit den Männern zusammen. Ich habe eine finnische Freundin, die sagte, in Finnland ist das Verhältnis von Mann zu Frau wie Specht am Baum. Und die Frau ist der Baum und der Mann ist der Specht. Ja? Also wie gehen wir mit diesen Verhältnissen um? Es wurde ja auch schon gesagt, ja, die Männer lernen jetzt langsam, dass sie da viel mehr zusammenarbeiten müssen mit den Frauen. Wir sehen, dass Männer sich beschweren, dass sie nicht mehr Teil sind vom Kunstbetrieb und so weiter. Also es verändert sich alles ganz stark im Moment. Und wie weit können wir jetzt auf diese konkrete Situation, in der wir sind, eingehen? Und da würde ich dich gerne fragen, ob du da vielleicht eine Idee hast als Alpha Nova. Ich wollte auch noch fragen, seid ihr vom Frauensenat gefördert? Jedenfalls nicht von Gleichstellung. Gleichstellung, okay. Ja, was mir jetzt also wichtig war, einfach nochmal zu sagen, ist, glaube ich, dass eben, weil wir ja immer ja, eben von Frauen sprechen, und zwar ja auch schon, es geht ja in der Geschichte lange zurück, so schon in den ja, 60er, 70er Jahren, also vor allem in den USA, dass halt schwarze Frauen gesagt haben, wir zählen da irgendwie nicht dazu. Also es sind dann irgendwie, es war die sehr weiß geprägte Frauenbewegung der 70er Jahre, und wenn wir uns hier im Raum umschauen, ist es halt auch wieder so, also finde ich da ganz aus. So, wo sind hier die Frauen of Color, die Künstlerinnen, Kuratorinnen, und es ist halt einfach so, dass auch gerade in so Entscheidungsgremien, in Leitungspositionen, und sei es nur so von Kunstrollen, also von kleineren Vereinen oder Kunstvereinen, also es ist halt immer noch sehr weiß und wenig divers, und ich finde, es ist einfach total wichtig, dass man da viel mehr eine Sensibilität für entwickelt und auch wirklich überlegt, wie man diese Strukturen, also das hatte ich auch selber gesagt, bei uns ist es ja auch so, wir leiten genau zwei weiße Frauen sind Raumleiter, wie kann man da offener werden, wie kann man da viel inklusiver sein und eben auch Ressourcen teilen. Und ich denke, da ist es dann eben ganz wichtig, auch so zukünftige, sagen wir mal, gemeinsame Kämpfe, dass man das halt, dass man diese Personen, die jetzt wieder irgendwie auch ausgeschlossen sind, halt wirklich also mit reinnimmt. So. Und diese da einfach viel diverser sich aufstellt. Also das ist dann auch ein zukünftiger, wie auch immer, gemeinsamer Kampf, weiter an an strukturellen Veränderungen zu arbeiten, auch vielversprechender als ja, also bleiben wir in unserer Bubble. So. Es ist jetzt eine andere Bubble gegründet worden, Werkstatt der Kulturen ist neu besetzt worden von jungen, schwarzen, farbigen Frauen.
Die machen das aber auch wieder ihre eigene Bubble. Ne? Das ärgert mich. Ich sah in meiner Funktion so viel, was in Berlin läuft, und ich sah immer diese abgetrennten Bereiche, diese Bubbles, die so wenig zusammenkommen. Ja, und das ist genau der Knackpunkt. Ja. Also wenn da viel mehr zusammenkommen, dann ist man auch so. Ist im wirklichen Leben auch so. Auf der anderen Seite, wenn man ehrenamtlich arbeitet, ja, man kann nicht jede kleine Gruppe mitnehmen. Und es ist schon schwer genug, ein Künstlerinnen-Netzwerk von 30 Personen, da sind 30 Individuen drin. Ja. Und wenn man sich dann, wir hatten das bei der Demo, dass eben eine Transfrau mich gefragt hat, und was kann, ich hatte sie eingeladen, dort auch zu sprechen. Sie hat sich gefreut, war aber auch unsicher, hat gesagt, ich bin ja die Einzige, und was macht ihr eigentlich für Schwarze und so weiter und so fort. Aber das hätte nochmal eine ganz, ganz andere Sache aufgemacht, und das ehrenamtlich alles zu schaffen, das geht nicht. Und wir müssen erstmal gucken, dass wir uns stabilisieren. Wir sind ja noch nicht nirgends. Wenn wir mal in diesen Positionen sind, wo wir entscheiden können, dann können wir doch noch viel mehr aufnehmen. Aber dieses, dass die Frauen sich wieder kümmern müssen, um, also dieses Kümmern, ja, von den Männern wurde das nicht erwartet, sondern von uns, wo wir jetzt dran sind, irgendwie uns mal nach vorne zu bewegen, wird sofort wieder erwartet, dass wir jetzt alle mitnehmen. Ja? Ich habe nichts dagegen, alle mitzunehmen. Nicht mal, dass man mich falsch versteht. Okay. Nur diese Arbeit, die muss dann wenigstens bezahlt werden. Ja, ich wollte noch mal ergänzend dazu sagen, was hier Rahel Kuhn gesagt hat. Wir hatten unsere Pressefrau, ist eine queer Person gewesen, die war aber einfach dabei. Die hat gar nicht irgendwie jetzt, wir haben da gar nicht groß diskutiert, die war einfach dabei, die war integriert und hat mit uns zusammengearbeitet. Und queer war ja nicht das Problem, queer hatten wir genug, auch auf dem Podium. Also es waren einige queer Frauen auch dabei. Aber Carola, das ist auch dein Job gewesen, dass sie da ist. Dass sie da ist, ist auch dein Job. Ja, es ist ja jetzt egal, also wer die jetzt hingezogen hat. Aber deswegen wollte ich gar nicht, das war jetzt gar nicht so mein Anliegen, sondern es ist wichtig, dass man eine permanente Präsenz hat erstmal. Also nicht nur immer diese großen, aufwendigen Ausstellungen oder diese großen, aufwendigen Events, die uns ja wirklich alle Nerven und alle Gelder und jeglichen Einsatz, wir können danach dann ja auch nicht mehr, sondern man muss eigentlich dafür sorgen, dass man eine permanente Präsenz von, ich sage das jetzt mal, Kunst von Frauen oder von Personen, die sich als Frau bezeichnen, also dass man für dieses Kunstfeld eine permanente Präsenz schafft, hier in der Stadt. Ich plädiere dafür, dass wir wirklich gucken, dass wir uns zusammentun. Wir haben das sehr schön geschafft für die Demo Sichtbarkeit. Da haben sich wirklich vier Verbände friedlich an den Tisch gesetzt, also Künstlerinnenvereine und Verbände und Netzwerke. Und wir waren kontrovers, aber wir haben uns nie gezankt, sondern haben wirklich diese Demo da innerhalb von 2 Monaten realisiert bekommen. Also das ist möglich und da sollte man auch weitermachen. Also dass man im Verbund einen Ort schafft, der permanent bespielt wird. Und dann kann man an diesem Ort auch nochmal die Diversität thematisieren und Gruppen mit reinholen und das Ganze ausweiten. Wichtig ist einfach, dass wir gucken, dass wir einen zentralen Ort finden, und das besprechen wir ja jetzt schon auch öfter oder haben das öfter in der Runde besprochen. Deswegen finde ich das auch toll mit den Künstlerinnenhäusern, was wir vorhin hatten, mit dem Künstlerinnenhaus in Brandenburg oder sonst wie. Es sollte diverse Häuser geben in den Bundesländern, aber eben auch in Berlin. Und das haben wir noch nicht. Wir sollten wirklich gucken, dass wir in Berlin so einen Ort bekommen, wo wir uns installieren können und wo wir solche Diskussionen und solche Gruppen auch integrieren können. Weil die fühlen sich nicht, ich glaube, die fühlen sich dann auch nicht aufgefordert, hier hinzukommen. Die könnten ja sogar kommen. Die hätten sich ja hier auch anmelden können, ne? Die diversen Gruppen. Eigentlich, ne? Aber sie fühlen sich halt nicht aufgefallen. Das geht uns ja auch so in der GEDOC Berlin und in den Ausstellungen. Da sind auch selten Künstlerinnen, die noch
ein anderes Prinzip vertreten, die aber bei uns willkommen sind. Also ich habe gerade gemerkt, ich war ein bisschen im Ausland unterwegs, hatte auch während meines Studiums an der Landeshochschule viel mit ausländischen oder ausländischstämmigen Künstler, Studentinnen zu tun, Kolleginnen. Also das erste Problem, was mir sofort aufgefallen ist in der Zusammenarbeit, ist tatsächlich ein anderes Verständnis für Feminismus oder ein anderer Stand der Entwicklung der, ja, der Frau als Person in der Gesellschaft. Also ich hatte mehrere Studienkolleginnen aus Aserbaidschan, aus der Türkei, die noch ein ganz anderes Selbstverständnis haben. Das, was hier in den 70er Jahren, 80er Jahren bereits erkämpft worden ist, was heutzutage als normal angesehen wird, ist etwas, wofür die noch kämpfen. Sei es einfach nur der Fakt, dass sie nicht gleich mit 17 verheiratet werden. Das ist tatsächlich einer Studienkollegin von mir passiert, die musste dann auch ihre Jungfräulichkeit ausweisen, sozusagen. Das sind so Sachen, in gewisser Weise empfinde ich es, die vorhergehenden Generationen von Frauen haben bereits sehr viel getan, sodass wir so eine Diskussion jetzt führen können. Aber viele von diesen Mädchen, Frauen, die ich kennengelernt habe, können das noch gar nicht, die sind noch nicht so weit. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Und das andere ist, ich war in Südafrika, in Stellenbosch, an einer Kunsthochschule für 2 Wochen mit einem Projekt von meiner Professorin. Dort gab es eigentlich nur weiße Studentinnen und nur weiße Dozentinnen und Dozentinnen. Mhm. Es gab, glaube ich, 4 Schwarze, die über verschiedene Stipendien direkt an die Uni geholt worden sind. Eine aus Botswana, mit der bin ich noch in Kontakt. Und 1 oder 2, die aus den Slums kamen, tatsächlich um Stellenbosch herum, die dort studiert haben. Es gibt einfach nicht viele, die dieselbe Bildungschance erhalten wie wir. Selbst die geförderten schwarzen Studenten, ich glaube, es war ein Mann, genau, den ich getroffen habe, der uns dann durch den dortigen Township geführt hat, er konnte damit nichts anfangen. Mit unserem Herangehen an Feminismus, Gleichheit und so weiter, weil es das nicht das Leben war. Nicht das dortige Leben. Und deswegen weiß ich nicht, wie man das wirklich machen kann. Ich hoffe, das bringt ja mehr uns hier. Also, okay. Was wir jetzt hier machen. Entschuldigung, das... Kohle. Also ich würde auch sagen, es ist immer dann eine Zumutung, dass wir, die wir schon an Grenzen gelangt sind, auch in der Arbeit, die wir eben immer noch nebenbei machen, alles integrativ sehen müssen. Also ich denke, dass wir wirklich an einem Punkt sind, wo Politik gefordert ist. Also wo Politik gefordert ist, Infrastrukturen zu bilden, die diese Plattform möglichen Vernetzung von diversen Gruppen ermöglicht. Denn es ist nicht unsere einzelne Aufgabe, dass wir jetzt auch noch alle zusammenführen. Es gibt ja verschiedenste Gruppen, Netzwerke und so weiter schon, die existieren und die arbeiten und die diese Basisarbeit machen. Und jetzt geht es nicht darum, dass diese schon Basisarbeit Leistenden jetzt auch noch weitere Basisarbeit in der Zusammenführung dieser Netzwerke. Also, ich denke, wichtig wäre, Politik hat jetzt wirklich eine Aufgabe zu begreifen, aha, das ist jetzt etwas, was zeitgemäß ist, das müssen wir jetzt in irgendeiner Weise so fördern, dass es sich austauschen kann und auch Plattformen bekommt, Öffentlichkeit bekommt, Zuwendungen bekommt, um weiterarbeiten zu können.
Und ich denke auch, dass der Ansatz, der in den 70er Jahren erstmal zu dieser Situation, Frauen sichtbar zu machen, heute nicht mehr die Rolle spielt. Denn das ist schon fast etwas, wo sich Frauen gerade zurückziehen, weil sie sagen, oh nee, ich möchte unter dem Label ja gar nicht ausstellen oder und mit dem Label versehen werden. Ich bin der Meinung, dass es viel selbstverständlicher sein muss, also dass wenn Förderungen ausgeschrieben werden, explizit zum Beispiel für Frauen oder für Frauen mit Kindern oder, dass es auch selbstverständlich anerkannt wird, so eine Förderung zu erhalten, ohne dass wieder so ein Negativ-Label draufklebt auch nur. Ja? Nein, es ist genauso viel wert wie alles andere, was an Förderungen läuft. Und das heißt, Politik ist gefordert, dass wir gesellschaftliche Umbruch, also diesen gesellschaftlichen Umbruch wirklich gespiegelt sehen in unseren politischen Entscheidern. Das heißt, auch dort, da sind die ja auch dran. Das heißt, die Parteien begreifen langsam, dass sie paritätisch sich aufstellen müssen, dass sie unsere Gesamtgesellschaft 50-50 wenigstens auch in der politischen Elite abbilden. Und, was man ja ganz deutlich sieht, ne? Stimmt doch gar nicht. Ich sage, sie haben es begriffen. Das sieht man an der Diskussion, die in der CDU jetzt sogar läuft. Ja? Sie begreifen es schon. Und das ist das, wir dürfen natürlich nicht nachlassen, diese Forderungen zu stellen. Wir müssen sie viel massiver stellen. Das ist das Problem. Das habe ich ja auch versucht zu sagen. Okay. So, aber ich muss noch was loswerden. Und zwar heute Mittag fiel ein schöner Satz draußen auf der Terrasse, angelehnt an Greta Thunberg, mit der Natur kann man nicht verhandeln. Weiblichkeit lässt sich nicht verhandeln. Wir sind Frauen, ob wir wollen oder nicht. Wir müssen damit leben. Es ist eine Besonderheit in einer neoliberalen, vom glatten, smarten, weißen Mann beherrschten Gesellschaft, ist Weiblichkeit eine anstrengende Besonderheit, einen Querschuss, der nicht immer passt. Und ich habe eben hinten mit Simone Barrientos, das ist die kulturpolitische Sprecherin der Linken, telefoniert. Und sie hat gesagt, die Gesellschaft ist herausgefordert. Wir müssen nach den Frauen suchen. Wenn wir Experten suchen, haben wir natürlich sofort die Männer, weil die sind da, Kraft ihres Raums. Aber die Frauen sind auch da, aber wir müssen sie suchen, wir müssen graben, wo sind die Frauen? Dann ist immer das Argument, aber die Frauen wollen nicht. Ja, warum wollen sie nicht? Gibt es da vielleicht einen Hinderungsgrund? Haben sie vielleicht Kinder? Aus dem Grund können sie vielleicht nicht kommen. Dann müssen wir das Hilfsangebot machen. Können wir für Kinderbetreuung noch 50 Euro drauflegen, damit du kommen kannst und bei uns sprechen kannst? Also dieses Weiblichkeit in dieser Gesellschaft ist eine Herausforderung und wir stehen alle vor der Herausforderung, da Hilfsangebote auch zu machen und zu suchen. Und das ist vielleicht so ein ähnliches Thema wie mit den anderen Kulturen, weil nach denen müssen wir nämlich auch suchen. Wir müssen gucken, wo sind die schwarzen Wissenschaftlerinnen, wo sind die schwarzen Experten. Einer meiner Lieblingsautoren ist schwarz, Edouard Glissant. Er hat über die Globalisierung gesprochen, die er Kreolisierung genannt hat, und zwar über das Zusammenwachsen der verschiedenen Kulturen, was schwierig ist. Und das hat er auch geschrieben. Er hat gesagt, das ist nicht leicht, das ist ein kriegerischer, kämpferischer Prozess. Damit sind wir gefordert, Vorurteile zu überwinden, einen Schritt weiter zu gehen. Und Glissant sagt, und das finde ich so wunderbar, er hat fordert das Menschenrecht auf Opazität. Das heißt, jeder Mensch muss das Recht haben, nicht verstanden zu sein. Das ist diese Herausforderung, wenn die Kulturen zusammenwachsen. Und das ist vielleicht so eine ähnliche Herausforderung wie dieser Umgang mit Weiblichkeit. Also das ist das, wo wir sich das trifft. Ja, danke.